So ähnlich könnten die Olympischen Spiele im antiken Griechenland ausgesehen haben. Die Wettkämpfe waren ein Großereignis. Stärken zu vergleichen und sich mit anderen zu messen, reizte die Menschen schon immer. Das ist heute nicht anders. Und genau darum geht es auch bei den ersten Schweizer Berufsmeisterschaften. 2014 finden die Berufsmeisterschaften zum ersten Mal gemeinsam an einem Ort statt, nämlich in Bern, und heißen Swiss Skills Bern 2014. Vom 17. bis 21. September treten Wettkämpfer und Wettkämpferinnen in 70 verschiedenen Berufen gegeneinander an, um Schweizer Meister zu werden. Paul und Lisa sind gespannt auf dieses Ereignis. Sie gehen zusammen zur Schule und haben sich vorgenommen, bei den Swiss Skills Bern 2014 dabei zu sein. Denn wo hat man sonst die Chance, so viele Berufe live kennenzulernen und Tipps für die Karriere zu bekommen? Die beiden haben das Programm bereits genau studiert. Die Swiss Skills Bern 2014 beginnen mit einer großen Eröffnungsshow. An den folgenden Tagen stellen sich über 130 Berufe aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung vor. Zum Beispiel an zahlreichen Infoständen. Von der Gastronomie über die Betreuung bis hin zur Luftfahrzeugmechanik sind alle dabei. Besonders neugierig sind Lisa und Paul auf die Berufswettkämpfe und die Berufsdemonstrationen. Das haben sie noch nie erlebt. Paul ist darauf gespannt, sich die Arbeit des Holzbildhauers aus der Nähe anschauen zu können. Lisa will sich den Wettkampf der Landschaftsgärtner auf keinen Fall entgehen lassen. Die bekommen zum Beispiel den Auftrag, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine 12 Quadratmeter große Fläche zu bebauen, mit Teich, Mauer, Natursteinbelag, einer Holzkonstruktion und kompletter Bepflanzung. Ganz schön viel Action. Trotzdem müssen die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer Ruhe bewahren und konzentriert bleiben. Einige Berufe interessieren Lisa und Paul. Zum Beispiel, wie genau ein Geigenbauer arbeitet oder was ein Webdesigner macht. Gibt es dafür auch eine Weiterbildung nach der Lehre? Die Antwort finden Sie direkt vor Ort. Am Sonntag, dem letzten Tag der Swiss Skills Bern 2014, bekommen die neuen Schweizer Meister unter großem Jubel ihre Medaillen überreicht. Paul und Lisa freuen sich. Bei den Swiss Skills Bern 2014 gibt es neben einer ganzen Menge Informationen auch spannende Wettkämpfe und die einmalige Möglichkeit, eine Vielzahl an Berufen live zu erleben. Deshalb finden Paul und Lisa die riesige Berufswelt gerade doppelt spannend. Swiss Skills Bern 2014.